Was habt ihr denn an Cottbus jetzt für Namen gefressen? Ja, das waren halt zwei Veranstaltungen, die ließen sich nicht vermeiden. Die eine hieß Nazifrei, war Cottbus? Nee, laut gegen Nazis. Laut gegen Nazis, da muss man halt spielen einfach. Die haben so oft gefragt. Und das andere Ding war, wir wollten unbedingt mal hier im Skandale spielen. Und da hat sich dieser Ding irgendwie angeboten. Dass wir, wenn wir schon sowas machen, machen wir es wenigstens in einer Umgebung, die uns halt gefällt. Und ich kenne den Laden schon ganz lange und ich finde, es sind total korrekte Leute, die machen es hier gerade in der Stadt. Und ich finde, man kann Cottbus unbedingt immer zeigen, dass das halt eine tolle Stadt ist mit tollen Leuten und nicht voller Arschlöcher, aber das stimmt halt nicht. Was war geiler, laut gegen Nazis oder heute hier im Skandale? Laut gegen Nazis? Nee, wir haben bei Wenken Geld verdient, wa? Ich sag's jetzt immer, das, wo man richtig Asche verdient. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Das war heute was Besonderes, das kann man nicht vergleichen. Wir haben ja heute nur Songs gespielt, die wir sonst ja nicht spielen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und hier sind halt alle Leute, die sonst immer in der ersten Reihe stehen, die sonst zu jedem Konzert kommen, sind alle heute auf einem Haufen. Das ist besonders. Und dieses Laut gegen Nazis ist natürlich auch leider besonders. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Weil wir da mit Afro gespielt haben, mit Zugezogen Maskulin und mit Leoniden. Und das war ein tolles Festival, wo 8000 Leute da waren, die halt gezeigt haben, dass Cottbus in die Lausezeit nicht komplett im Arsch ist. Um so feine Sachen Fischfilet zu sagen. Genau, gestern Dresden, morgen Berlin. Übermorgen Berlin. Jetzt morgen, übermorgen Berlin. 80.000 Leute, 2.500 Leute, heute 99 Leute. Was habt ihr? 100. Das ist schon was Besonderes, oder? Ich finde es besonders, was wir so machen, dass wir das so... Das winde ich gerade so ein bisschen. Ist besonders, dass wir halt 2.000 Leute, 100 machen, 19.000 oder 18.000. Hast du gerade Psst gemacht? Leise sein, genau. Das ist besonders, finde ich an der Band besonders. Es gibt wenig Bands, die das innerhalb von 3 Tagen 100, 2.000, 17.000 spielen. Das finde ich gut. Wann dürfen wir die Witzigsten nächsten Mal Cottbus begrüßen? Na, wenn das mit diesem Nazi-Pack nicht aufhört, müssen wir halt nochmal irgendwann hier spielen. Irgendwann mal. Und ich bin hier öfter am Skandal auflegen. Wenn du ab und zu zum Saufen kommst, dann sehen wir uns da.